Ja, herzlich willkommen zu dem Video. Ihr braucht einen Kinderbettwagen, braucht aber auch Platz, braucht einen Tandemachse, dann seid ihr vielleicht bei dem Tabet Pantiga 655 DMK richtig. Das ist nämlich ein neuer Grundriss und den zeige ich euch jetzt. Wenn es euch interessiert, bleibt dran, gleich legen wir los. Ja, erstmal ganz kurz die Silhouette. Also Tandemachse typisch, ein großer Wagen mit schönen Alufelgen. Wir beginnen mal wieder am Bug, wie ihr das kennt von mir. Auch hier habe ich das Alco-Chassis. Ich habe das Bugrad mit Stützlastwaage und habe einen Deichselkasten. Gucken wir mal, ob der aufmachbar ist. Das sieht so aus, ja, sehr gut. So, ja, also Tabet typisch gut zu beladen, muss man wirklich sagen. Riffelblech, 2x11 Kilo Gas. Ansonsten ist der Gaskasten aber eng. Hier neben an der Seite gibt es nur noch wenig, was man unterbringt. Aber sonst schick. Also von der Funktionalität her super gemacht. Und vor allen Dingen der Mechanismus der Klappe macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Ja, auf die Seite hier, ihr seht, können wir nicht schauen. Wir gehen mal rund auf die Heckseite, da dürften wir drankommen. Ohne Probleme, schauen wir mal gerade. Ja, Heck können wir uns anschauen. Also Heck, Tabet typisch, elegant, LED, Leuchtblinker, GFK-Dach, das kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ich weiß nicht, ob man das Video sieht, aber hier sieht man sehr gut, dass es GFK-Material ist. Ja, sehr schick gemacht. Ja, hier hinten haben wir die Toilette mit dem Schacht. Hier ist noch eine kleinere Klappe. Wir schauen mal einfach rein, warum das so eine kleine Klappe ist. Ah, hier habe ich dann unter der Sitzgruppe, gehe ich schon aus, Platz nochmal. Ein bisschen Platz habe ich zum Beladen für Kleinigkeiten, ist schon gut gemacht. Auf der anderen Seite wird entsprechend das Servicemodul sein, weil Tabet und Knaus haben ja das Servicemodul, wo ich Wassertank und Stromanschluss in einem Modul habe und gut drankomme. Das finde ich sehr löblich, das wird auf der anderen Seite sein, da können wir leider jetzt nicht nachschauen. Ja, ansonsten werfen wir mal einen Blick auf aufs Datenblatt. Wir haben hier im Standard haben wir 40,8, der hier kostet 49,9. Erstmal zu den technischen Daten. 8,83 Meter Gesamtlänge ist bei einem Tandemachse jetzt noch fast ein kleines Modell. Hab 2,50er Breite, klar Tandemachse. Mal dazu. Hab Massefahrbreit 1,8 Tonnen Pima Daumen. Zulässige Gesamtmasse 2,5. Das heißt, da habe ich schon ein bisschen was an Zuladung. Bettenmaß nochmal ganz kurz: 2,5 auf 1,46, Mitte 2,3 mal 1 Meter. Und Etagenbett ist vielleicht auch interessant, 1,82 x 70, 1,77 x 68, ist nicht ganz so groß. Und Serienausstattung, ich will jetzt nicht alles zeigen, ich habe mal auf die Heizung geschaut, was mich interessiert. Tuma Kombi 6 hier ist Standard und ein Frischwassertank mit 45 Liter ist also auch Standard, sehr gut. Ja, die Aufbautür von Tabet ist schick gemacht, wirklich eine tolle Tür mit Halterung für zum Beispiel Regenschirm. Hab hier den schönen Einstieg mit Tabet-Schriftzug. Sieht auch sehr, sehr gut aus. Und am Eingang habe ich gleich einen Spiegel und eine kleine Garderobe. Und hier unten ist noch ein Schrank. Ja gut, Schuhe kriege ich keine rein oder vielleicht mal Schlappen. Sonst aber nichts. Ja, und dann habe ich hier vorne das, ich nenne es mal Elternbett. Haben wir eben gesehen, 1,46 auf 2 Meter. Also ist ein kompakteres Modell. Und das kann ich auch garantiert hochstellen. Ich mache es jetzt einfach mal kurz. Da habe ich den Wassertank und habe auch wirklich, da unten ist ja dann die Klappe zum Beladen, viel, viel Platz drin. Mach mal Licht an, dann könnt ihr es noch mal ein bisschen besser schauen. Habe ein Wasserfiltersystem hier verbaut, das sieht man auch ganz gut. Ja, die Serviceklappe hier ist nicht so breit, also ob da Stühle und so reingehen, ich bin mir nicht so sicher. Müsste man notfalls von hier beladen, ist aber dann wieder ein Nachteil. Aber okay. Ja, habe dann hier schöne Leseleuchten mit USB-Anschluss auf beiden Seiten, das finde ich auch sehr gut. Hab Regalfächer, hab hier oben Fächer, hab hier einen Kleiderschrank, unten drunter noch einen Schrank. Kann hier das Elternbett abtrennen mit einem Vorhang. Hab hier hinten die Steuerung für die Truma-Therme oder Heizung und schau jetzt mal in den Raum rein. Also ist schon, man sieht schon, dass der Wagen Platz hat. Also ist schon ein großer Wagen. Hier habe ich den Kühlschrank, das ist quasi ein Kühlschrank und Gefrierfach in der Sondernutzung, also oben Gefrierfach, unten Kühlschrank, nicht in einem, in einem schönen Block. Habe dann hier meine Küche, große, große Schubladen
und habe dann wieder, wie im Pantiga typisch, Spülbecken und hier unten drunter in der Schublade ein Induktionskochfeld, was ich quasi, wenn ich es brauche, hier rausstellen kann. Hier ist auch extra eine Anschluss. Ich finde es ein bisschen schade. Wer also gar nicht im Wohnwagen kocht, für den ist das in Ordnung. Da brauchen wir es nämlich nicht. Wer im Wohnwagen mal kocht, ich glaube, da ist Gas noch besser. Weil Induktionskochfeld braucht auch viel Strom. Ob das auf den Campingplätzen mittlerweile so gut ist immer, weiß ich nicht. Wenn man noch andere elektrische Verbraucher hat, schwierig. Ihr könnt es gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt. Würde mich mal interessieren. Aber hier oben, sehr gut. Eben ist jetzt Messebegrüßung. Ja, auch schön gemacht. Ja, und hier haben wir dann die Sitzgruppe. Der Tisch ist verschiebbar und schwenkbar und alles Mögliche. Und Tabet Pantiga typisch habe ich große Fensterausschnitte, aber dann die Rückenlehne ist etwas niedriger, ist ein Nachteil. Und ja, schick. Sieht aus wie daheim auf einer Couch. Hier drüben habe ich noch eine Couch-Ecke. Also auch mit Kindern oder was auch immer, beziehungsweise mit mehreren Personen ist es überhaupt kein Thema, hier zu sitzen. Also ich sag mal jetzt die ganze Gruppe mit 5 Personen habe ich hier auf jeden Fall Platz. Das dürfte kein Thema sein. Da drüben ist auch dann der Fernsehplatz. Finde ich auch gelungen. Guter Platz. Ja, und dann habe ich den, ich nenne es mal Kinderbereich im Großen und Ganzen, habe ich nochmal einen extra Kleiderschrank, habe noch einen Spiegel hier, Garderobenhaken. Hier hinten ist bestimmt ein ganz, ganz großer Schrank noch. Genau, da habe ich noch einen Riesenschrank, schaut mal, also extrem groß. Ja, dann habe ich hier die Kinderbetten, die Etagenbetten, eins oben, eins unten. Optional gibt es bestimmt noch eine Dreiermöglichkeit. Und ich habe aber hier jetzt keinen Platz, ich sehe es gerade. Hier unten ist jetzt keine Klappe zum Beladen. Da würde mich mal interessieren, ob es vielleicht im Stand im Aufpreis gibt. Hätte ich jetzt sogar im Standard erwartet, dass hier eine Klappe ist, weil da habe ich auch noch schön Ladefläche hier. Manche Modelle haben das ja, wo ich das Bett hochklappen kann, kann es komplett nutzen. Hat er jetzt nicht, okay. Aber ich könnte es ja nutzen zum Beladen. Schade eigentlich. Ja, und hier habe ich dann noch eine Möglichkeit, den Kinderbereich abzutrennen. Habe aber einen Nachteil, denn die Toilette ist generell hier hinten. Das heißt, auch die Eltern, wenn sie mal auf Toilette müssen, müssen dann hier hinten in den Kinderbereich gehen. Aber gut, ich muss bei einem Grundriss immer Kompromisse machen. Habe eine Drehbanktoilette, habe ein Waschbecken. Hier habe ich einen Schrank, wo ich einiges unterkriege. Die stößt natürlich hier dran. Muss man ein bisschen aufpassen. Habe hier offene Ablagen. Ich gucke gerade, ob ich hier den Schrank öffnet kriege. Aber ich kriege es nicht hin. Das ist bestimmt noch ein Schrank. Ah, so geht's. So, da ist auch noch ein Fach drunter. Hier oben ist noch ein Regalfach. Ist also wirklich gut. Und ich habe hier eine vollwertige Dusche. Das ist auch schick. Was ich allerdings nicht so schön finde, ist, man muss hier extra einen Vorhang einhängen, weil die Holzfronten werden nicht so schön sein, wenn ich da mehrmals dusche drin. Da hätte ich mir schon gleich eine Abdichtung erwartet. So eine runde Dusche oder sowas, dass ich dann immer einen Vorhang reinhängen muss. Hier ist noch ein Handtuchhalter, das finde ich praktisch. Also hätte ich erwartet, dass da vielleicht wirklich komplette Abdichtung ist in die Duschtasse rein, dass ich hier extra mit dem Vorhang duschen muss. Weil das ist schon, ihr seht oben den Umfang, nicht so groß. Finde ich jetzt ein bisschen seltsam, aber okay. Je nachdem, wie oft man das nutzt, ist es für einen wichtig, für den anderen nicht. Ja, und hier nochmal der Blick von den Kinderbetten in den Frontbereich, Sitzgruppe, Küche und Elternbett. Ja, kann sich sehen lassen. Es ist auf jeden Fall ein großes Fahrzeug. Tandemachse, wie gesagt, man hat auch Platz. Es gibt auch Hersteller, die realisieren so ähnliche Grundrisse auf einem Einachser-Fahrgestell. Da habe ich ein bisschen kleinere Platzverhältnisse. Aber wer Tandemachse möchte, wäre das gegebenenfalls eine Option. So Kleinigkeiten wie mit der Dusche und so finde ich nicht ganz so gut gelöst. Oder auch generell beim Pantiga, das Kochfeld finde ich auch nicht so glücklich. Aber jetzt interessiert mich eure Meinung. Was haltet ihr denn da davon? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Das würde mich natürlich sehr interessieren, was ihr davon haltet. Und lasst mir ein Like fürs Video da. Bis zum nächsten Mal.